Petra Pajic bei der Angabe für Suhl. 8:2 der Spielstand für die Gäste. Der Ball ist zu weit. 3:8 aus der Sicht von Schwerin. Anja Brandt nun mit der Angabe. Und der Crossschlag geht ins Aus. 4:8. Ins Netz und dann ins Feld. Quasi ein Arzt für die SSC. Anja Brandt. Da war also nochmal 5:8. Und aus dem Feld geschlagen Kaspersky. Direkt in gegnerische 6:8 Auszeit genommen von den Gästen aus Suhl. Der geht zu weit. Sie haben das O sicherlich gehört, das durch das Schweriner Rund ging. Der Punkt geht an Suhl. 6:9 aus der Sicht des Schweriner SCs. Steffen bei der Angabe. Fällt hinter den Suhlen wieder herunter. Patricia Thormann 7:9. Maja Pachale mit der Angabe für Schwerin. Und der Block erfolgreich. Julia Retzlaff. 8:9. Der Crossschlag kann nicht abgewehrt werden von Janine Völker. Der geht ins Aus. 8:10. Lehmann nun bei der Angabe für den VfB 91 Suhl. Der Crossschlag ist im Aus, aber da war wohl eine Schwerinerin dran. 11:8 Punkt für den VfB Suhl. Es bleibt bei der Angabe für Lehmann.
Und der Ball von Lehmann ist zu weit. 9 zu 11. Angabe nun Julia Rettler. Der Ball geht ins Netz von Simank. So, 10 zu 11. Angabe Julia Rettler. Und auch der ist zu weit. Zoom. Schlägt den Ball ins Aus. Und Rettler darf wieder aufgeben. 11 zu 11. Kurz gespielt und gut. Maja Adamilic mit dem Punkt und jetzt mit der Angabe für die Gäste aus Suhl. Spielstand 11 zu 12. Das war hervorragend geblockt von den Gästen. 11 zu 13. Vom Block ins Feld. Kasperski mit dem Anschluss. 12 zu 13. Tormann beim Aufstieg. Und Abpraller vom Schweriner Block kriegen die Suhler nicht wieder übers Netz. 13 zu 13. Steffen. Ball geht viel zu weit. 14 zu 13 für Schwerin.